Moin Moin Jungs, ich bin wieder euer Hydro am Start für euch. Ich habe hier mit der schönen Dingo BOA3 ein Gameplay gerissen. Ah, nein, Scherz beiseite, Jungs. Ich habe die Dinge aufgemacht, ich habe den ersten Kill rausgeschnitten, weil ich renne und renne und renne und renne da rum wie so ein Bekloppter. Habe aber nichts gefunden. Das war eine echt sehr komische Lobby. Also, mein Controller funktioniert doch jetzt wieder. Er wurde repariert, ich habe heute allerdings nur 4, 5, 6, 7 Runden gespielt, aber es hat gereicht, um den Nuke zu erspielen. Yay, Digga, Upload! Woo! Let's go, Alter! Doch nicht auf ein Video verzichten! Da habe ich mich einmal hingehockt, hab richtig ernst gemacht. Oh, scheiße. Ich bin ehrlich, ich habe den nicht so schön erspielt, weil ich wollte dann einfach den Nuke erspielen. Und schaut euch an, wie er mich blockiert. Wegen so etwas stirbt man immer, weil irgend so ein Team sich denkt so, ich stehe in der Tür? Nee, Alter, ich stehe nicht in der Tür, das sieht nur so aus, Digga. Und ich sollte aufhören, meinen Kopf so zu bewegen, während ich nicht rede. Weil ich habe gemerkt, das ist ein ganz heftiges Störgeräusch, das richtig abfuckt. Oh, scheiße, noch eins, ne? Ihr müsst euch vorstellen, Dr. Professor Garcia Sevilla hat es hinbekommen, den Controller zu reparieren. Halleluja. Nach einer einstündigen Operation auf der Intensivstation, wo wir so ein kleines Mini-Kackbuhn-Teil ausgetauscht haben, funktioniert das nun wieder einwandfrei, aber ich habe heute absolut keinen Bock zu zocken. Wie erwähnt, die Nuke habe ich ja schon gerissen. Wupp, wupp. Okay, ich bin auch todesmüde, ich weiß gar nicht warum, ich habe nichts gemacht. Also, natürlich habe ich die Sorge um meinen Freund wach gehalten, so jetzt. Deswegen konnte ich nicht schlafen, ist der Schlag so da, so. Oh nein, ich muss mir neu besorgen. Nein, nein, nein. Und dieser Raum, dieser kleine Teil mit den 50.000 Millionen Swarms. Ey, davon werde ich Albträume kriegen, bei Gott, Alter. Ich werde so im Bett liegen, oder das hier. Er stand mich, ich hatte so Angst, ne? Aber noch ist er so ein Rekrutbot und hat keine Ahnung, dass ich mich in die Ecke gelegt habe. In die Ecke gegangen bin. Boah, scheiße, scheiße. Wisst ihr, ich wollte in den Lobby ja nicht auf Double gehen. Ich habe wieder mir gedacht, so, ja, Digga, gerade frisch Controller, dritte, zweite Runde, Bruder, machst du meine Double Nuclear Flash, ne? Und als es dann so gut losgegangen ist und ich gesehen habe, was für Rekrutbot-Team jetzt ich habe, habe ich gedacht, so, ja, Digga, das könnte was werden, ne? Nein? Wurde es auch nicht, weil ich dann erstmal schön auf 10er weggeschwindet wurde. Ein, zwei Hater. Na Jungs, an die Double Nuklear wird wohl immer noch gearbeitet. Es ist einfach schwer, die jetzt zu erspielen, Mann. Boah, scheiße. Wisst ihr, ich werde euch mal als... Nein, ich werde als Feier, dass mein Controller heile ist, morgen meinen Livestream starten, wo ich vom Prestige 8 bis Prestige 9 durchspielen werde. Genau das werde ich tun, Alter. Schaltet ein, wahrscheinlich so gegen Abend. Ich muss schauen, wie ich wach werde, ich fetter Sack. Ah, scheiße, Alter. Das ist eine Idee. Das ist eine Idee, um meine 50 Abonnenten zu feiern. Beziehungsweise meine 70 Abonnenten mittlerweile. Ihr seid richtig krank in der Birne, wisst ihr das? 70 Abonnenten, Alter. Sheesh. Aber Jungs, haut da rein. Das Gameplay neigt dem Ende zu. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und vor allem, wenn ihr euch auf den Stream freut, dann lasst mir ein Like da. Haut da rein. Ciao.